Na gut, warum nicht? Dann beeil dich. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Feigling, Elendiger. Was ist los? Verdammt, Haltier, Mann. Ich verstehe nicht, wieso Silvio ausgerechnet hierher wollte. Weil hier der stärkste Drache ist. Es gibt doch genug andere Gegenden hier, wo es was zu holen gibt. Der Weg ist frei. Deine Eisriesen sind nicht mehr. Gute Arbeit. Dann lass doch mal sehen, was wir da haben. Okay, ja, Silvio ist ein Riesenarschloch und das beweist er mit jeder Gelegenheit. Nicht da ist nichts zu holen. Ja. Hey Arschloch. Was jetzt? Tja, sieht übel aus, würde ich sagen. Am besten du gehst vor und ich folge dir einfach. Von mir aus. Na dann los, hopp hopp! Tja, man kann sowieso nichts dagegen tun. Fällt euch was auf? Warg 300 Erfahrungspunkte, ein Schuss tot. Eiswolf 150 Erfahrungspunkte, zwei Schüsse tot. Da ist nichts zu. Wo ist der Fisch? Wow. Ah, aber die Ex-Menschen werde ich auch bald mit einem Shitdown kriegen. Nichts zu holen. Okay, da hat es aufgehört, mich zu verfolgen. Das war jetzt auch irgendwie blöd. Egal. Ich will mich jetzt nämlich nicht beschweren, wenn ich leichtes Spiel habe, weil die Eisriesen. Es ist so, wenn du ein einziges Mal eingefroren bist, bist du tot. Fertig. Dann gibt es keinen Char, der überlebt. Sobald du einmal eingefroren bist, bist du im Arsch. Doch, es gibt eine Skillung von allen, die ich kenne, die das überleben kann. Und zwar ist das der seltenst gespielte Beschwörungsmagier. Triff vielleicht mal. Dankeschön. Allerdings habe ich mich selber noch nie im Beschwörungsmagier versucht. Außer am Schluss, wo ich schon fertig durchgespielt habe, da. Als ich fertig durchgespielt habe, da habe ich am Schluss dann noch so ein paar Beschwörungszauber gelernt. Ja, es ist recht witzig, wenn du wirklich viele Skelette beschwörst und dann mit, sagen wir mal, so 20, 30 Skeletten so durch die Stadt läufst, dann ist ein bisschen blöd, weil die Unsterblichen, die dann dabei sind, also die Atras und keine Ahnung, ihr wisst halt, die unsterblichen NPCs, die versaunen ein bisschen den Spaß, weil sonst würden die ganze Stadt auseinandernehmen und gegen 20 Skelette, da hat selbst ein Paladin keine Chance dagegen. Ich meine, da haut jeder zweimal hin und dann ist auch ein Paladin tot. Das sind, wenn überhaupt zweimal, das sind 40 Schläge. Ist da noch irgendwas? Check, 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 da ist nichts. Was ist das? Ring. Vielleicht der Fisch. Nein, ich will mich nicht auf den Ring setzen. Ich will ihn nehmen. Fisch. Und ich schaue, wie spät es ist. Ah, es ist 16 Uhr. Ich lege mich jetzt einmal aufs Ohr. Zuck. Gute Nacht. So.
Und noch ein Fisch. Das ist übrigens die Hütte des Reisbauern. Werde ich euch alles im Einsatz zeigen, wenn ich es mal wieder Let's Playen werde. Was heißt wieder Let's Playen werde? Wenn ich es mal wieder durchspielen werde und damit Let's Playen werde. Ah ja. Hallo Echsenmensch, wie geht's? Darf ich dir was sagen? Du bist tot. Du bist tot. 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 Ja, so tot. Ja, so tot. Ja, so tot. Okay, Steuerung hängt. Genau. Hier oben auf dem Damm steht Homer, der sich aufregt, dass irgendetwas seinen Damm zerstört. Ach man, ich muss unbedingt das Einzel wieder spielen. Das hat zwar sau wenig Quests, aber es ist einfach so ein geiles Spiel. Pfeilhagel. Nichts zu holen. Gut. Oh, was glitzert denn da vorne? Sieht aus wie der Hort eines Drachen. Erstmal muss das ehrlich dran glauben. Oder der Ex-Mensch? Oder der Ex-Mensch? Oder das Irrlicht? Ex-Mensch, 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 Irrlicht! Irgendwie mag ich die Irrlichter nicht. Ich meine, machen glaube ich nicht mal Schaden oder so, aber können irgendwie nicht getroffen werden. Sie sind einfach nur dazu da, um zu nerven, glaube ich. Ich glaube, das sind einfach nur so Nervgegner. Weil sie noch 40 Erfahrungspunkte, nur 40 Erfahrungspunkte geben, will man sie eigentlich gar nicht mal töten. Will einfach nur, dass sie weg sind. Hä? Hallo? Könntest du bitte sterben? Dankeschön. So. Manchmal trifft er so gut aus der Entfernung, so zwei Hits hintereinander und dann kommt der Gegner mal näher, du triffst nicht, du triffst nicht, du triffst nicht, du triffst nicht und denkst dir so, ey, langsam könntest du mal wieder treffen, du hast doch eben gerade aus doppelt so weiter Entfernung getroffen. Aber ja gut. Das ist wohl Glück. Davon haben wir gar nichts. Was liegt denn da auf dem Boden der Spruchrolle? Nein! Wow, das war jetzt irgendwie Dusel, dass der uns nicht angegriffen hat, weil er so dämlich ist. Ja, Steuerung hängt, wie schön. Und weiter. Schön. So sieht das aus, wenn sie nicht hängt. Nichts zu plündern. Und so sieht das aus, wenn wir 700 Erfahrungspunkte haben. Sehr schön. Danke, dass du mich hier noch zweimal getroffen hast. Ich hätte nicht gedacht, dass einer so intelligent ist und drumrum läuft. Ich hab mich jetzt auch noch fast getroffen. Wahnsinn. So, Irrlicht. Das hat aber nicht lang gelebt. Und ein Eiswolf. Da muss ich nicht vorlaufen, und mir um seine Leiche zu plündern. Oh oh. Wenn die Steuerung jetzt gehangen hätte, wäre ich down und hätte ziemlich viel nachspielen können. Ich sollte wieder öfter speichern. Was ist denn so ein Eisgolem im Herz eigentlich wert? 300? Naja. Im Verkauf dann vielleicht nur noch so 40. So, diese Stelle mag ich jetzt ganz besonders gerne, weil da sterbe ich nämlich immer.
Noch lieber als ein Fernkämpfer bei den Gegnern hier ist mir ein Feuermagier. Obwohl, nee, die haben mit einem voll aufgeladenen. Mit einem voll aufgeladenen. Hilf mir, großen nicht Feuerball. Hat er ums Arschlecken nicht geschafft, einen Eisgolem zu killen. Das hat mich auch irgendwie aufgeregt. Musst du es also voll aufladen und dann mit einem Feuerpfeil oder so einen Scheißdreck hinterher schießen. Das hat tierisch genervt. Also auch hier hat man es mit einem Magier nicht wirklich leichter. Okay, da kommen viele. Schön, ne? Man trifft ewig nicht aus großer Entfernung und dann zieht man aus Versehen auf einen unglaublich weit entfernten Echsenmenschen und natürlich trifft man den dann, wenn man gerade gegen 500 andere Gegner im Kampf ist. Da ist nichts zu holen. So, das habe ich auch. Dann will dieser Eiswolf auch noch gelootet werden. Oh Mann. Was hat dieser böse Eisdrache nur mit dem schönen Söldnerlager gemacht? Oh Mann. Störung hängt. Jetzt nicht mehr. Ach ja. Es ist einfach so traurig. Alles müssen sie zerstören, die Drachen. Einfach so grundlos. Weißt, ich bin Drache, ich mache alles kaputt, ich entführe Jungfrauen, ich klaue Gold und tue es auf mein Hort legen, obwohl es mir gar nichts bringt. Wozu so Menschen auch Hauptsache Geld haben, ne? Mehr Geld. Warum störst du meine Ruhe? Weil ich's kann. Muss ich mich noch weiter eingraben, damit ich endlich Ruhe vor euch lästigen Winzlingen habe? Ihr Menschen seid ein so seltsames Volk. Hinweggefegt durch den Odem des Todes findet sich doch immer noch jemand, der sich aus der Asche erhebt und sich zum Helden berufen fühlt. Aber das wird bald ein Ende haben. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass so bald keiner von euch mehr aufsteht. Sei still. Mit der mir verliehenen Macht des Heiligen Auges befehle ich dir, meine Fragen zu beantworten. Frag du nur. Dein Wissen wird dir nichts nützen. Wer bist du? Ich bin Finkreck. Herr über Schnee und Eis, Hüter der Zusammenkunft und zu guter Letzt dein Tod. Das ist noch nicht bewiesen. Welchem Gott dient ihr? Welcher verfluchte Gott konnte es überhaupt zulassen, dass ihr verachtenswerten Kreaturen auf dieser Erde wandelt? Mach dir keine Mühe, den Sinn unserer Zusammenkunft zu verstehen, kleiner Held. Belia hat es nicht nur zugelassen, dass wir jetzt hier sind, er hat es uns sogar befohlen. Beflügelt von seinen heiligen Worten werden wir nicht eher ruhen, als dass wir seinen Willen in die Tat umgesetzt haben. Wie kann ich euren Meister finden? Er hat seinen Hort im festen Fels der heiligen Hallen von Irdorat errichtet und wartet dort auf die Erfüllung seines Schicksals. Auf dass er dieser Welt die Ordnung zurückgebe, die sie verdient, verweilt er dort in tiefer Meditation und... Verschone mich mit den Einzelheiten. Sag mir lieber, wo ich diese heiligen Hallen von Irdorat finde. Du enttäuscht mich, kleiner Mann. Hast du doch allen Gefahren getrotzt, fast alle...